Während zwei Tagen war Arlesheim ein Treffpunkt für Beachvolleyball-Begeisterte. Auf dem Platz hinter dem Schwimmbad haben die Turniere stattgefunden. Bierstadt TV hat nach den Gründen für die Teilnahme gefragt und mit dem OK-Chef geredet. Also sicher mal der Ball, Sport mit einem Ball. Und draussen sind Sonne, Sand. Man ist zu zweit auf dem Feld, man muss Vertrauen ineinander haben. Und ich liebe es einfach, können einen reinbrettern oder auch ein schönes Zuspiel machen. Das macht einfach Freude, wenn dann der Partner den Punkt machen kann und dranbleiben. Und, ja. Was ist das Geheimnis von einem guten Zusammenspiel? Also ein gutes Zusammenspiel funktioniert sicher in erster Linie nur dann, wenn man sich auch neben dem Feld gut versteht. Aber klar ist es auch notwendig, dass man sich gegenseitig kennt, dass man die Stärken und Schwächen des Partners kennt und mit denen auch lernt umzugehen. Und ja, Hauptsache Freude daran haben, das ist das Wichtigste. Und eben wie gesagt, dass man sich auch neben dem Feld versteht, das ist sehr, sehr wichtig. Es ist einfach unglaublich schön, ich meine, jetzt gerade bei dem Wetter, das wir heute haben, ist es unglaublich toll, mit dem Sand rumspringen, mit all den Leuten, mit der Stimmung, mit der ganzen Atmosphäre, die es hat. Es ist einfach ein Sport, der auch unglaublich viele Reize hat, mit Möglichkeiten, die es hat im taktischen Bereich. Und das ist das, was mich fasziniert. Was ist die Herausforderung am Mixed Beachvolleyball? Ja, wenn Sie genau anschauen, man sieht relativ viele Bärle. Und manchmal bleiben die friedlich und manchmal sind die nicht so friedlich. Bei uns ist es mal so, aber heute sind wir besser friedlich. Sie wollen sich einerseits in dieser Sportart, die Sie so gerne machen, einmal messen unter Turnierbedingungen, auch mit einem entsprechenden Ambiente, mit Beleuchtung, mit einem Spico, mit Musik und sich nicht nur mit Ihren Kollegen, die Sie sonst gehen spielen, sondern mal schauen, wer ist wirklich der Bessere. Und bereiten sich extra, glaube ich, auf das Turnier vor. Viele spielen nur das Turnier. Das ist auf der Jahreshöhepunkt. Und es sind auch ganz viele Spieler, Spielerinnen, die schon jahrelang dabei sind. Da kommen aber auch immer wieder neue Gesichter, die das Feld aufmischen. In der Vorbereitung sind wir hier ein OK, der aber auch seit Jahren zusammenarbeitet. Hier sind wir sechs Leute, die alle ihre Ressorts haben. Und da wir das wirklich schon viele Jahre in einer ähnlichen Zusammensetzung machen, wird das natürlich auch immer effizienter. Was erklärt die Popularität des Beachvolleyball? Das hat verschiedene Gründe. Also sicher ganz toll ist, dass in unserer Umgebung in jedem zweiten Dorf eine Beachvolleyballanlage öffentlich zugänglich ist. Das ist einmal eine super Voraussetzung. Viele sind sogar gratis, man kann einfach spielen. Im Beachvolleyball braucht es im Vergleich zum Volleyball nicht 12 Leute oder mehr zum Spielen. Es reicht. Der Kollege und dann braucht es noch zwei als Gegner und schon ist man eine Beachvolleyball-Gruppe, die einen oben lang spielen kann. Ein einfaches Rezept, das sich offensichtlich mit grossem Erfolg anwenden lässt. So hat das Turnier alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer restlos begeistert. Vom Beachvolleyball zum Hochsprung. Auf dem Platz vor der Gemeindebibliothek haben wir Raphael Civatti getroffen. Noch sieht der Platz hier hinter mir ziemlich unscheinbar aus. Aber schon am kommenden Sonntag, am 18. August, findet hier der internationale Goldwurst-Power-Stab-Event statt. Wir vom Turnverein Arlesheim werden hier mit einer mobilen Stabhochsprunganlage auffahren und wieder für einen tollen Wettkampf sorgen. Es wird auch in diesem Jahr wieder ein Spitzenathletinnen- und Athletenfeld haben, wo unter anderem regionale Grössen wie Pascal Stöcklin und Lea Bachmann sich messen werden, aber auch internationale Athletinnen und Athleten aus Frankreich und Norwegen. Darum würde ich euch vorschlagen, kommt ihr doch am nächsten Sonntag ab der 12. hier im Boschplatz, im alten Boschplatz in Arlesheim-Dorf bei der Tramhaltestelle vorbei. Ab der 12. ist die Festwirtschaft offen, ab der 1. wird eingesprungen und am 2. fährt dann der Wettkampf an. Es wird ein Jenser Grillzelt haben, ein schönes Kuchenbuffet und ein Getränkezelt, wo ihr auch für euer liebliches Wohl sorgen könnt. Und wenn ihr jetzt noch nicht überzeugt seid, dann habe ich euch noch eine kleine Überraschung. Es wird zum Jubiläum diverse kleine Überraschungen geben. Eine davon kann ich jetzt schon offenbaren. Und das ist ein kleines Quiz, das zum Hauptpreis ein 200-Franken-Gutschein im Restaurant Gasthof Ochsen wird sein. Darum verpasst nicht den spektakulären Anlass, weil so etwas werdet ihr so schnell nicht mehr erleben. Merci und bis bald.